Können wir mal bitte über Australien reden? Wieso gehen da so viele Menschen hin und wie kann es sein, dass dort überhaupt noch Menschen am Leben sind? Wenn du an Land bist und Glück hast, triffst du nur eine gigantische Riesenkrabbenspinne. Wenn du aber Pech hast und morgens deine Jacke anziehst, hast du entweder eine ultra giftige Sydney-Trichternet-Spinne oder im Schuh anziehen eine schwarze Witwe drin. Beim Einsteigen ins Auto chillt dann unterm Sitzen Inland-Taipan, die giftigste Schlange der Welt. Und später beim Spazieren gibt's noch Lähmungszecken, Bulldoggen-Ameisen und Giftskorpione. So, denkst du jetzt, dann lass lieber schnell ins Wasser. Schlechte Idee. Dort haben wir nämlich Dubois-Seeschlangen, Blauringkraken und Seewespen, die dich alle innerhalb von Minuten umbringen. Gegengifte? Die gibt's nicht. Also sei froh, wenn dich einfach nur ein weißer Hai attackiert. Solltest du nun doch unbedingt dorthin wollen, um Koalas zu sehen, die halten sich immer gerne in der Nähe von Gewässern auf. Guck dich ab und zu um. Könnte sein, dass das örtliche Leistenkrokodil heute noch nichts gefrühstückt hat.